Ja, ich glaube, wir haben sehr gutes Trainingslager gehabt, weil wir sehr gute Bedingungen hatten, vor allem klimatisch. Wir haben fast jeden Tag Sonnenschein gehabt. Gut, das ist nicht das Wichtigste, hilft aber trotzdem, weil alles andere drumherum auch ganz gut gepasst hat. Wir waren gut untergebracht, wir kannten es ja schon und haben ein neues Trainingsgelände hier zum ersten Mal dann auch besucht. Und damit bin ich auch sehr zufrieden. Also von den Rahmenbedingungen war das sehr okay. Nicht so schön war, dass der ein oder andere Spieler eben nicht die vollen Umfänge trainieren konnte. Dazu die Erkrankung von Marco, die doch ja, einige Tage jetzt angedauert hat. Ich bin froh, dass er jetzt heute wieder am letzten Tag auf dem Platz steht, gestern auch schon leichte Einheiten absolvieren konnte. Die Rekonvaleszenten sind gut zurückgekommen, haben teilweise schon Spiele absolviert. Die drei Freundschaftsspiele gewonnen allesamt, wenn auch knapp. Ja, also wir haben wir sind noch so ein bisschen im Trainingsmodus und müssen halt jetzt in der nächsten Woche in Dortmund dann auch wieder in den Meisterschaftsspielmodus kommen. Und dafür haben wir noch einige Tage Zeit. Ich habe es ja gerade gesagt, die Jungs kommen wieder. Abdu hat gestern schon 45 Minuten spielen können. Ich hoffe, dass Saga in der nächsten Woche komplett einsteigen kann. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen eng hinsichtlich oder im Hinblick auf Leipzig. Manu ist überhaupt kein Thema aktuell. Wir werden in der nächsten Woche schauen, dann auch entscheiden, wie es genau mit ihm weitergeht. Aber du hast richtig gesagt, Jule hat auch wieder ein gutes Spiel oder gute Spiele gemacht auf der Innenverteidigerposition. Ja, das ist so ein bisschen das, wo wir noch dran feilen müssen. Marco jetzt wieder vielleicht noch ein, zwei Kilo auf die Rippen draufkriegen in den nächsten Tagen und dann geht es Richtung Leipzig, weil wir wissen, was uns da erwartet. Da geht es richtig zur Sache. Ja, das ist ja immer eine gute Gelegenheit, auch die eigenen Jungs mit dazuzunehmen, sie da mal zu sehen, auch auf einem höheren Niveau zu sehen. Wie ist der Sprung, wie gelingt der Sprung von der A-Jugend dann auf einmal im Profitrainingsbetrieb mitzuhalten? Und Amos kennen wir ja schon, hat ja immer schon in der Innenverteidigung auch ausgeholfen. Julian Schwermann jetzt das erste Mal dazu. Tobi Raschel ist jemand, der wo du auch eine Entwicklung sehen konntest im Laufe der Woche, der im ersten Spiel vielleicht noch, das ist ja doch ein anderes Tempo als in der A-Jugend-Bundesliga, aber dann gestern hier gegen Willem Twee auch, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht hat und das ist ein interessanter Junge, den wir auch weiter im Auge behalten werden. Ja, ich sage, das ist das, was wir wirklich noch dann auch in der nächsten Woche zu tun haben. Mir geht es gar nicht um die Gegner, weil die haben ja schon im Laufe der Hinrunde gegen uns dann auch doch recht defensiv gespielt. Wir mussten immer wieder auch neue Möglichkeiten finden. Es geht vielmehr um uns selbst. Es geht darum, dass wir den gleichen Ansatz haben wie in der Hinrunde. Eben jeder, es darf kein Weg zu weit sein, die gleiche Einstellung muss auf den Platz gebracht werden und so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe, raus aus dem Trainingsmodus in den Kampfmodus. Das wird die Aufgabe für die nächsten Tage sein.